Liebe Genossinnen und Genossen, zum Jahreswechsel saß ich mit Freundinnen und Freunden zusammen und der Rainer sagte zu mir, Mensch Helmut, du hast ja richtig Lust. Habe ich ihn groß angeguckt, so wie ihr mich jetzt anschaut, und da sagt er, Lust auf Wahlkampf. Ja, sage ich, habe richtig Lust auf Wahlkampf im Jahr 2016. Nach dem 13. März, nach den Wahlen hier in Sachsen-Anhalt, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist meine Lust noch größer geworden. Und jetzt, nach dem Parteitag, den wir am vergangenen Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern hatten, unser Wahlprogramm verabschiedet haben. Und Menschen, Heidi, danach haben mich angesprochen. Sie haben gesagt, ihr habt ein sehr gutes Programm. Wir werden für euch werben, dass die Stimmen bei der Linken gegeben werden. Wächst meine Lust und die Lust der Linken in Mecklenburg-Vorpommern umso mehr. Wir wollen einen engagierten Wahlkampf führen, denn wir haben klare Ziele. Die Ziele bestehen darin, die Große Koalition in Mecklenburg-Vorpommern nach 10 Jahren abzulösen. 10 Jahre Große Koalition sind genug, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben ein zweites Ziel. Die NPD ist bei uns im Landtag leider noch vertreten. Wenn sie nicht bis dahin verboten wird, wollen wir die NPD aus dem Landtag verbannen. Und wir haben ein drittes Ziel. Das dritte Ziel besteht darin, die AfD klein zu halten. Wir wollen nicht, dass die AfD eine starke Stimme in Mecklenburg-Vorpommern ist, denn die wahre Alternative für soziale Gerechtigkeit, auch im Nordosten unserer Republik, ist die Linke. Und wir verbinden das. Wir verbinden das mit einem Wahlkampf, der vielleicht seinesgleichen sucht. Wir haben das unter das zentrale Motto gestellt, aus Liebe zu Mecklenburg-Vorpommern, aus Liebe zu MV. Da fragen mich einige in unserem Land, aber sicherlich auch von euch, warum denn nur Liebe? Ja, wart ihr nicht schon alle mal verliebt? Ich hoffe das zumindest. Was wünscht man denn dem und derjenigen, die man liebt, und den man liebt? Dass es ihm gut geht, dass er sich gut entwickelt und dass er eine gute Zukunft hat. Und genau das wollen wir in Mecklenburg-Vorpommern. Wir wollen, dass es den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gut geht und dass sie eine Zukunft in ihrer Heimat haben. Deswegen in dem Begriff Liebe steckt Solidarität, steckt Gerechtigkeit und steckt Gleichwertigkeit. Und das ist wichtig in Mecklenburg-Vorpommern. Liebe Genossinnen und Genossen, Prognos hat jetzt gerade eine Studie veröffentlicht. Die ist in den Medien heute entsprechend abgedruckt. Zwei Landkreise, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen, gehören zu den Landkreisen, die ganz unten im Keller sind. Und das gespaltene Land wird auch mit dieser Prognos-Studie ganz deutlich. Und dieser Strich zwischen Mecklenburg und Vorpommern, zwischen M und V, diesen Strich wollen wir nicht als Trennungsstrich, sondern wir wollen als einen verbindenden Strich, als Bindestrich verstehen. Deswegen kämpfen wir für gleiche Chancen für alle in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Die Spaltung des Landes drückt sich auch in Mecklenburg-Vorpommern aus. Und deswegen haben wir neben der Liebe zu Mecklenburg-Vorpommern deutlich gemacht, dass wir verbinden wollen statt trennen. Dass wir gute Kinder, gute Kitas haben wollen, gute Schule, gute Arbeit, gute Rente und gute Pflege. Das sind die Inhalte unseres Wahlkampfes. Braucht eure Unterstützung. Wir brauchen eure Unterstützung. Am 4. September eine starke Linke in Mecklenburg-Vorpommern, damit es eine Veränderung in Deutschland und auch in unserem Land kommt. Herzlichen Dank.